Mein Name ist Dirk Becker, ich bin der kaufmännische Leiter im Unternehmen oder wie ich gerne sage, der Number Cruncher. Mein Name ist Vanessa Westerholz-Stamm, bin jetzt Operations Managerin und mein Aufgabenbereich ist das Schulen. Ich bin Volker Radefeld, ich bin hier vor Ort der Niederlassungsleiter. Ja, mein Name ist Christian Weitzel und bin für den operativen Bereich im Unternehmen verantwortlich. Die Geschichte von Mr. Wash ist mittlerweile über 50 Jahre in Deutschland, gegründet 1964 und dann wurde die erste Waschstraße in Düsseldorf eröffnet. Aktuell betreiben wir 35 Standorte in Deutschland, von Kiel bis München. Die Anlage in Köln-Zollstock ist fast 10 Jahre alt. Wir haben hier ein Waschband und zwei Innenreinigungsbänder und zudem noch mehrere Handwerksplätze und eine Indoor-Staubsaughalle. Als Stundenleistung können wir hier problemlos 150 Autos waschen von der reinen Außenwäsche. 50% davon können wir dann auch in der Innenreinigung abfertigen und ungefähr 25% im Handwachs. Und natürlich alle anderen haben eine Chance zu saugen. Hier am Standort beschäftigen wir ungefähr 80 Mitarbeiter, einen Großteil davon in Vollzeit und den Rest in Teilzeit, aber alle unbefristet. Der größte Bereich ist natürlich der Servicebereich, also Mitarbeiter, die direkt mit der Reinigung der Fahrzeuge beschäftigt sind. Was wir tun, um Mitarbeiter da auch noch langfristig zu binden, ist erstmal sehr offen zu starten, sehr transparent mit einem guten Lohn. Wir haben ja viele ungelernte Kräfte, wir zahlen aber einen sehr guten Einstiegslohn, der sicherlich auch über dem Schnitt des Marktes liegt. Unser Ziel ist es, langfristig zu binden und dafür wird wirklich viel getan im Unternehmen und das erreichen wir auch. Also, dass wir eine langfristige Bindung haben und eine hohe Zufriedenheit. Das muss auch so sein, weil die Mitarbeiter ja im direkten Kontakt mit dem Kunden sind und unzufriedene Mitarbeiter gehören da einfach nicht hin. Wir haben auch in der Corona-Zeit, wo es also vielen wirklich nicht gut ging, wir haben ja auch eine Weile die Betriebe zugehabt, trotzdem eine geplante Lohnerhöhung durchgeführt und umgesetzt. Das muss man sicherlich auch erwähnen. Mit Kundenreklamationen gehen wir in der Form um, dass wir unser Allermöglichstes tun, um das zu vermeiden. Kommt es doch vor, arbeiten wir an einer Lösung, sodass wir hier keinen Kunden unzufrieden wieder vom Hof fahren lassen. Ja, dass wir den Kunden einfach von unserer Dienstleistung überzeugen, in Form, dass man ihnen sagt, fahren Sie doch bitte nochmal durch die Waschanlage oder nehmen Sie die Dienstleistung nochmal in Anspruch, vielleicht doch mit einem kleinen Upgrade, einfach um den Kunden glücklich zu machen und diesen Kunden dann von uns zu überzeugen. Unsere Erwartungshaltung auf dieses Vorgehen ist genau das, dass wir den Kunden von uns überzeugen und dass er halt wiederkommt und spricht, ja, über die Mundpropaganda, dass wir dadurch mehrere Kunden gewinnen. Der Kunde hat eben hier, der Flatwash-Kunde bei diesem Standort, die Möglichkeit, über eine zweite Einfahrspur die Waschstraße zu befahren. Unsere sogenannte Flatwash-Spur oder auch Fastlane. Das heißt, er fährt an eine Schranke ran und wir haben einen Gatekeeper, der sein Nummernschild erkennt. Und dann öffnet sich die Schranke und der Kunde kann eben an allen anderen von der Schlange vorbeifahren und kann eben ohne Wartezeiten waschen. Also so ein bisschen VIP-Feeling. Also es gibt nicht den einen großen Unterschied, warum jemand hierher kommen sollte im Vergleich zu einem Mitbewerber, aber hier kriegt dann auf jeden Fall ein sauberes Auto. Können vielleicht die anderen auch, aber hier kriegt man auch noch so eine Art Value for Time. Wir versuchen es sehr angenehm zu gestalten. Der Kunde steht bei uns immer im Fokus und wir bieten das Komplettpaket an. Und danach heißt es sauberes Auto, gute Laune.